Hola und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Train Simulators 2017. Und wir sind immer noch dabei, von Lüneburg nach Hamburg zu fahren. Letzte Woche haben wir unsere Sonderfahrt von Lüneburg aus begonnen und sind mitten auf der Strecke quasi stehen geblieben. Wir haben noch insgesamt 42 Kilometer bis nach Hamburg, Hauptbahnhof Gleis 11. Und ich würde sagen, mal schauen, was wir heute absolvieren können. Ich hoffe ja mal. So. Gucken wir mal. So, die Aufnahme mache ich jetzt nicht gleich hinten dran, weil das mache ich. Ich nehme eigentlich immer extra auf. Deswegen muss ich mal gucken, wo wir da waren, beziehungsweise wo wir stehen geblieben waren. Und ich habe zwischendurch mal ein bisschen den Akademie-Modus weitergespielt und habe mir mal die Signaltechnik gegeben. Ja, weil da sind immer noch so ein paar Lücken da gewesen, da haben sie gefragt, hey, was bedeutet das jetzt? Gut, das wurde da jetzt manchmal nicht immer mit erklärt, aber egal. Und ich habe mir mal so gedacht, ja, was soll man auf so einer Fahrt eigentlich viel labern, weil da kann man eigentlich nicht so viel zeigen. Das ist mir eingefallen, doch. Man kann mal ein bisschen auf den Führerstand eingehen. Was ist das hier überhaupt alles? Ja? Was sieht man hier eigentlich? Weil für einen, der jetzt unerfahren ist, der kommt hier rein, sieht sich das an und denkt sich auch nur so, ja gut. Okay, hier oben haben wir ein paar Anzeigen, hier komische Räder, hier drüben noch viel mehr komische Räder und dann irgendwie so komische Hebel. Hier ist ein großes Rad. Ja, und hier drüben steht wachsam, frei und Befehl. Was heißt das jetzt? Ja, und zwar hier oben, die Anzeigen sind eigentlich relativ wichtig, das heißt hier oben Kesselmanometer, da sieht man also, wie viel Druck gerade im Kessel herrscht, ja, wer jetzt nicht weiß, was der Kessel ist, ja, Kessel, das ist das Ding hier. Das Teil, das nennt sich Kessel. Und der kann man das, naja, zeige ich jetzt, kann ich jetzt hier nicht schlagen, aber auf alle Fälle, da drinnen sieht so aus, da drinnen ist Wasser, das durch Kohle, die sich in der Feuerbüchse hier unten drinnen lagert, erhitzt wird, anfängt zu kochen und Wasserdampf bildet. Dieser Wasserdampf nennt man dann Nassdampf. Und diesen Nassdampf, da sieht man das Feuer. Das passt schön, schön. Der Zufall ist auf meiner Seite, das freut mich. Und ja, dieses Feuer, ja gut, das kann man jetzt hier... Nein, das sieht man hier nicht. Oh, ein Bahnhof. Hätte ich ja mal halten können. Ich hub wenigstens. Wiedersehen. Entschuldigung. Naja. Und dieses Feuer ist so, naja, mindestens 600 Grad heiß. Also höher geht es natürlich immer. Niedriger wäre es nicht so schön. Aber egal. So. Und diesen Druck kann man also dann hier oben ablesen. Also wie viel Bar. Das ist ein Bar gegeben. Hier unten ist es ein Psi angegeben. Das freut mich immer nicht so sehr, weil dann kann ich immer nicht so gut drauf achten, weil mit Bar kennt man sich halt besser aus. Ja, heißt Kilogramm pro Quadratzentimeter für die Physik-Typen unter euch. Und dieser rote Strich markiert quasi den Kesselhöchstdruck. Das heißt, wenn man da drüber steigt, dann blasen Überdruckventile ab. Das ist das dieses Rauschen manchmal im Hintergrund. Und jetzt fällt mir hier gerade was auf, das haben sie. Es ist witzig. Ja, das sind also Wasserstandsanzeigen. Und theoretischerweise ist das hier falsch, weil das müsste eigentlich da sein und genau falsch rum angebracht. Aber egal, wenn die sich damit nicht so auskennt, ist auch egal. So, hier oben haben wir dann den Schieberkastendruck, das zeigt an, wie viel Druck quasi. Das ist der Überdruck, den ich schon angesprochen habe. Der Schieberkastendruck zeigt quasi bloß an, wie viel Druck, halt, das war falsch, sich hier vorne in unseren Zylindern herrscht. So, das zeigt das quasi nichts. Was anderes zeigt das auch gar nicht an. So. Dann das hier, das funktioniert jetzt hier nicht, das ist aber ein Pyrometer, das zeigt quasi an, bei sogenannten Heißdampf-Lokomotiven. Heißdampf ist quasi der Nachfolger von Nassdampf.
Und es ist eigentlich nur, dass der Nassdampf nochmal in den Kessel geleitet wird durch sogenannte Überhitzerelemente und nochmal erhitzt wird, dass quasi noch weniger Wassertröpfchen sich in dem Dampf befinden. Und wie viel Grad das Ganze dann überhitzt ist, wird quasi hier angezeigt. Dann haben wir hier das Bremssystem. Das heißt, wir haben einfach mal die Leitung, also wie viel Druck auf der Leitung liegt, der Bremszylinder. Das zeigt quasi bloß an, mit wie viel Druck die Bremsbacken auf die Reifen pressen oder drücken. Und der Hauptluftbehälter, das ist quasi so ein Zwischenspeicher, möchte ich mal sagen. Ja, die sieht man also, sieht man die halt, kann man die hier sehen? Naja, hier diese, halt da, diese roten Behälter, ja. Da diese roten Dinger, da, wo ist meine Maus? Da ist sie, da die Dinger. So, der Druck wird übrigens erzeugt durch eine Luftpumpe, die sieht man hier. Und das war es eigentlich schon, was man dazu sagen kann. Zu der Anzeige jetzt jedenfalls. Wattgeschwindigkeit. Ernsthaft, hier darf man bloß 80 fahren, ist unfair. Gut. Ist blöd, dass das einen nie da unten angezeigt wird, weil wenn man gerade so am Erklären ist, ist das natürlich ein bisschen blöd. Und da ist ja schon wieder der Überdruck. Passe ich jetzt mal, dann kann ich jetzt nicht so gut erklären, sondern ein bisschen muss auch ein bisschen da unten mit drauf achten. Aber okay, das sollte ich hoffentlich hinkriegen. So, dann hätten wir schon mal die Anzeigen abgerackert. Ich mach mal hier drüben mit der Fahrerseite weiter. Das hier, da steht sogar dran, Luftpumpe, das heißt, damit kann man die quasi an- oder abstellen. Simpel, wenn man es so nimmt. Ah, jetzt auch wieder 160 fahren. Ja, vielen Dank auch. So. Dann das hier drunter, dieser Hebel ist für die Pfeife. Oder das ist jetzt nicht genau, aber ist ja bloß eine Simulation. So, dann haben wir hier oben einen Hebel, den man nicht bedienen kann. Dann geht's weiter und zwar hier. Das ist der sogenannte Regler. Das heißt, damit regel ich, wie viel Dampf in die Zylinder strömt. So, dann das hier drüben, das ist meine Bremse. Wir haben hier zweimal Bremsventile, möchte ich mal sagen. Und zwar einmal nur für die Lok und einmal für den kompletten Zug. Was, sie werden kurz vor Winsen auf das Gegengleis geleitet. Danach den Rangierbahnhof machen, auf einem Durchfahrtsgleis zu passieren. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke vor Hamburg muss für den regulären Verkehr freigehalten werden. Danke für diese Info. Ja, also das ist für die Bremse. So, dann das Ding hier, das ist das sogenannte Steuerrad. Gut, hier steht jetzt bloß Steuerung, aber es heißt Steuerrad. Und damit steuere ich quasi die Richtung, das heißt vorwärts oder rückwärts. Ja, das sitzt hier auf, naja, 29%. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit der Gangschaltung. Ja, also eine Gangschaltung beim Auto, das ist das Ding. Das heißt, wenn man anfährt, sollte man halt ziemlich viel Prozente haben, das heißt, also es gibt da quasi immer an, wie viel Prozent Dampf sich im Zylinder befindet. Ja, das heißt, jetzt habe ich halt 29%, das heißt, der Dampf kann sich gut ausbreiten, weil da ist er komprimiert und dann kann er sich ausbreiten. Und das wird quasi angegeben. Das kann man sagen, ja, je schneller man fährt, desto mehr kann man die Steuerung zurücknehmen. Und man sagt so, ja, wenn man Regler zumacht, macht man die Steuerung wieder vor. Okay. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ausschweifen. Dann das Teil unten, Zylinderhähne. Ja gut, da steht es jetzt auch dran. Die machen also nichts anderes, als dass sie ja Düsen am Zylinder aufmachen. Kann man die ja eigentlich sehen? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, man sieht jetzt hier schon, die sind so ein bisschen offen. Ja, wenn die halt richtig offen sind, dann sieht das halt so aus, dann kommt da wirklich richtig Druck raus. Und das hängt halt damit zusammen, dass wenn die Lok steht, sammelt sich durch den Dampf, der trotzdem in den Zylinder einströmt, Wasser. Und dieses Wasser kann halt, wenn das nicht rausgeblasen wird, ja, verheerende Folgen mit sich bringen. Und deswegen bläst man halt mit dem Druck das Wasser da raus, dass das nichts passieren kann. Okay, das wär's soweit damit.
Hab ihn. Nein, ja gut, das wollte ich eigentlich nicht machen. So, hab ich noch irgendwas vergessen. Das hier drüben, das ist in Dusi, beziehungsweise bei den neueren PZB, das ist einfach bloß eine Zugsteuerung. Beziehungsweise ist es ja dazu da, dass man über rote Signale drüber fährt. Dazu hat man einen sogenannten Gleismagneten an der Lok dran und möchte jetzt aber auch nicht zu sehr ausschweifen. Ja, den. Ja, sieht man ihn hier? Ja, gerade schlecht. Ja, ja, hier haben wir den. Da haben wir. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, mehr gibt es eigentlich. Doch, hier, das haben wir noch vergessen. Dieser Hebel, das ist ein Sandstreuer. Der bewirkt also nichts anderes, als dass der quasi aus sogenannten Sandfallrohren. Ja, hier diese schwarzen Dinger. Der lässt quasi Sand vor die Räder fallen, damit, wenn die Gleise beispielsweise nass sind, die Lok beim Anfahren nicht durchdreht. Ist quasi sowas wie eine Anfahrhilfe. Konstruiert da drauf. So. Okay. Diese hier wie unten sind für die Feuerwüchse, das heißt Belüftung beispielsweise. Oder damit kann man das Rost rütteln, damit die Kohle, die restliche Kohle durchfällt. Und ja. Das wäre es eigentlich schon zur Lokführerseite gewesen. Heizerseite, gut, da sieht man ein bisschen weniger hier. Das hier ist die sogenannte automatische Schmierung. Das heißt, damit werden alle Teile, die mit Heißdampf betrieben werden, automatisch geschmiert. Funktioniert also folgendermaßen. Man hat hier... Nein, halt. Sieht man es hier? Ja, gut, ja. Ich mache wieder weg. Hier. An der Treibstange hier ist so ein, naja, ganz klein Metallstücke dran und die bewegen sich halt mit. Und dann sieht man hier, das geht hier ins Führerhaus rein und hier kommt das dann quasi hier oben raus, das heißt hier an der Seite, und das bewirkt halt, dass das quasi sowas wie gepumpt wird, kann man sagen. Okay. So, dann Heizdruck. Das hört. Kennt ihr. Also normalerweise sind hier drüben noch andere Anzeigen, die halt beispielsweise noch andere Sachen anzeigen. Oh, schon wieder Geschwindigkeitsüberschreitung. Ey, das ist unübersichtlich hier. Aber wenn ich erzähle, kann das passieren. Ja, also nimm es mir bitte jetzt. Entschuldigung, nicht übel. So. Und was haben wir denn hier noch? Dann haben wir diese drei Räder hier. Da hat man also meistens, ist es ganz unten, da hat man hier einen Bläser. Hilfsbläser bewirkt also nichts anderes, dass in der Rauchkammer ein Unterdruck, ein höherer Unterdruck erzeugt wird und dadurch das Feuer angefacht. Ja, dann weiß ich von die, ja, dann haben wir hier die Speisepumpe und hier oben haben wir, na, wird mir noch irgendwann angezeigt hier, hallo. Naja, gut. Wird mir jetzt gerade nicht angezeigt, ja. Aber egal. Normalerweise hat man hier unten noch Hähne für, fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber egal. So, das hier, das ist die Strahlpumpe. Damit kann man also Wasser in den Kessel leiten, möchte ich mal sagen. Oh, es ist gerade was Schönes hier. Das sieht doch mal schön aus. Gefällt mir. Gut, und hier oben ist dann halt noch sowas wie Dampfheizung, ja. Oder Lichtmaschine hat man auch mit dabei, ja. Was haben wir hier? Ja, das ist Lichtmaschine. Ja, das ist also so, das nennt man halt auch Dampfturbogenerator, das heißt, das ist, funktioniert eigentlich quasi nicht anders als ein Dynamo. Ja, wer also Physik gerade sowas mal gemacht hat. Ja, Elektromotor, ja, Generator ist ja quasi dasselbe Prinzip, bloß andersrum. Gut, dann hätten wir das auch mal so ein bisschen erklärt. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt ja wieder ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Und ich gebe mal wieder ein bisschen Gas, weil hier kann man ja mal ein bisschen schneller fahren. Ach ja. So, wir sind in 21 Kilometern da.
guck mal ganz kurz, upsala, auf die Karte, ob denn hier zwischendurch nochmal ein Bahnhof kommt, wo man dann vielleicht anhalten könnte, weil wir haben jetzt eine gute Folgenlänge schon erreicht. Und ich habe heute eh nicht gerade so viel Zeit. Dann sage ich, okay, da können wir dann anhalten. Da muss ich nicht so während der Fahrt oder zwischendurch einfach einen Cut setzen, beziehungsweise halt die Aufnahme stoppen. 40. Okay, jetzt kommt gleich 40. Ich lasse uns mal langsam ausrollen. Ja, wer sich übrigens fragt, warum ich hier bei der Bremse nicht einfach nach komplett oben stelle, das ist hier auch wieder ein bisschen ungünstig zum Erklären, aber normalerweise so, man hat bei der Bremse drei Stufen. Das heißt, Druck wird abgelassen, Druck wird gehalten, Druck wird aufgebaut. So. Und normalerweise macht man es dann halt so. Man lässt Druck rein. Ja, das mache ich jetzt gerade. Dann hält man den Druck. Ja, man kann das hier oben übrigens auch mal schön zeigen. Ja, hier. Sieht man halt auch im Bremszylinder, ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf mache, dann geht der Druck hoch. Und wenn ich runter mache, ist er gelöst. Ja, dann geht es wieder runter. Ist bei anderen Lokomotiven jetzt nicht so gut umgesetzt, aber bei denen ja Gott sei Dank schon. Die Steuerung kann ich jetzt auch noch wieder hochstellen hier. Ja. Das war es erstmal so zum Führerstand, ja. Wenn ihr wollt, dann kann ich auch mal noch den äußeren Aufbau so ein bisschen erklären. Ja, das heißt, was sieht man... Upsala, das ist jetzt schlecht. Ja, das heißt, was sieht man jetzt hier? Ja, was ist das für ein komischer Kasten? Ja, das ist übrigens der Turbogenerator. Und da versperrt mir die andere Lok die Sicht. Das finde ich immer ganz schön. Ja, das ist also dieser hier. Ja, was dampft hier so komisch? Ja, und was ist das da? Gut. Mir fällt ein, ich könnte ja mal wieder ein Thumbnail machen, ne? Ne, habe ich ewig nicht mehr gemacht. Muss ich mal wieder machen. Wäre doch zu schade drum, wenn ich das jetzt verpassen würde. Und dann wieder irgend so ein Thumbnail nehmen müsste, das mir YouTube da vorschlägt, was aber wieder überhaupt nicht mit der Folge zu tun hat, beziehungsweise komplett beschissen aussieht. Mal hier so in der Kurve ist doch schön. So. Das wird wahrscheinlich das Thumbnail werden. So. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwo ankommen. Beziehungsweise irgendwo sind, wo wir gleich halten können. Dass ich dann die Folge auch mal noch beenden kann, weil die will ich ja heute eigentlich auch noch hochladen. Das heißt, heute ist Dienstag, ja. Eigentlich nehme ich die Folgen normalerweise immer Montag auf und lade sie dann Dienstag hoch, weil es sich von der Zeit her so gut macht, aber dazu hatte ich heute leider kaum Zeit. Beziehungsweise ich hatte gestern halt keine Zeit, weil hätte ich heute keine Zeit gehabt, hätte es wahrscheinlich heute gar keine Folge gegeben. Aber naja. Wenn ich dran denke, dann werde ich übrigens auch mal noch einen Link in die Videobeschreibung setzen, wo ihr euch dieses Pack hier kaufen könnt, ja, also das Pack von der 03. Das beinhaltet übrigens nicht nur diese 03, sondern es beinhaltet noch zwei weitere 03er und eine Stromlinienverkleidete unter anderem und mehrere Standard-Szenarien, also keine Karriere, aber Standard-Szenarien. So. Wir trotten umher. Was ich übrigens auch mal witzig finde, wenn du mit einem Auto fährst und so 30 fährst, dann kommt dir das immer so arschlangsam vor. Ja? Wenn du aber eine Dampflok
oder beziehungsweise mit einer Dampflok fährst und dann 30, dann kommt es jetzt immer super schnell vor. Das ist irgendwie, es ist halt interessant. Ja. Muss ich einfach mal so sagen. Ah ja, wir können ja 60 fahren. Schon wieder total vergessen. Kommt wohl doch nichts mehr, was? Doch, da kommt was. Gut, es müsste theoretischerweise bald, beziehungsweise gleich, ein Bahnhof kommen, bei dem wir dann mal anhalten werden, um die Folge zu beenden. Ja? Weil das so zwischendurch, das ist, nee. Da mal so, ich bin nicht so der Freund von sowas. Aber wenn's, och nö. Ne, hier ist der Bahnhof, wie wir fahren, genau dran vorbei. Egal. Nein, ich stopp jetzt nicht. Ich meine, ich könnte wieder eine überlange Folge machen, aber ich bin jetzt schon bei 21 Minuten. Und, das wollte ich bestimmt auch nicht haben. Und ich sehe, da kommt ein Anstieg, aber den bewältigen wir in der nächsten Folge. Deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen, wenn ihr überhaupt bis hierhin zugesehen habt, das weiß ich ja nie. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt wieder unten rechts abonnieren, unten links seht ihr die Playlist. Lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr wollt, schreibt was in die Kommentare, beziehungsweise antwortet mal auf meine Frage, die ich ja im Verlauf des Videos gestellt habe. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.